Tschüss. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der RB Leipzig Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Ja, und wir starten in die Saison 22-23 und beenden die Saison 21-22. Bewertung zum Saisonende. Auch wenn wir nicht alle Ziele sind, wir überzeugt, bla 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 bla. Also, ja, wie jedes Jahr. Klar, ich habe hier wieder die Jugendspieler nicht, bla bla bla. Also ein paar Dinge habe ich halt nicht erfüllt. Der Fußball ist wieder da. Wir gehen heute rein in eine hoffentlich geile Transferphase und mal gucken, welche Spieler wir uns holen können. Und natürlich gibt es auch den Vorbereitungscup. Ich habe Bock drauf. Let's go. Ja, und jetzt dauert es erstmal mit der PlayStation 4. Jetzt kann ich hier gefühlt 3 Minuten sitzen, bis dieser Modus oder dieses Bild fertig geladen hat. So, ich nehme immer einen Pokal oder so einen Vorbereitungscup, wo man gegen geile Mannschaften spielt. Der sieht doch hier schmackhaft aus, der American Challenge Cup. Komm, den nehmen wir mal mit hier mit. Juventus Turin, Real Madrid, Liverpool, das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage und die Frage ist, das ist immer das geilste Gefühl. Man startet in eine neue Saison, wie viele Millionen hat man? 204? Oh, Baby, Alter, 204 Millionen. Ich denke mal, damit können wir ganz gut was anfangen. Die Frage ist, ja, was verbessern wir, Jungs? Was verbessern wir? Ich finde, mit dem Sturm bin ich zufrieden. Abraham und Sorloth. Klar könnte man für Sorloth vielleicht jemand anderes holen, weil Sorloth ist 26 Jahre alt. Abraham ist halt damit 24 Jahre alt nochmal ein Ticken geiler. Sabitzer möchte ich nicht abgeben. Ndidi und Leimer sind Maschinen. Nkunku ist noch jung. Saka ist auch geil hinten links, ein junger Mann, der immer noch umtrainiert wird zum Linksverteidiger, dass er wirklich ein Linksverteidiger ist. Klostermann, Upamecano, auch beide jung. Klostermann, 26, könnte man auch ersetzen, vielleicht einen Innenverteidiger holen? Obwohl mit Konaté haben wir ja eigentlich einen guten Mann mit 23 Jahren. Vielleicht so einen richtig heftigen Stürmer, einen Weshy. Einen Weshy, Weshy, Rashford, Alter, da habe ich Bock drauf. Wie teuer ist Rashford? Können wir uns den leisten? Und wie alt ist denn der eigentlich jetzt schon? Wir müssen ja immer noch 3 Jahre zurechnen. Wir können jetzt nicht einfach den Rashford nehmen, der jetzt da am Start ist, weil die Karriere geht ja hier schon ein Weilchen. Rashford. Aber der ist LM. Kann ich den nicht als Stürmer spielen lassen? 125 Millionen wert, hat einen 88er. Rashy, Rashy, Rashford. Hätte ich Bock drauf. Und den als Stürmer umformieren? Ja, hätte was. Und guckt euch diese Stats an. Guckt euch diese Stats an. Oder wir bringen Timo Werner zurück zu RB Leipzig. Hätte ich auch nichts dagegen. Timo Werner zurück zu RB Leipzig? Würde auch schmecken. Ist aber auch schon 26 Jahre alt. Hat aber halt auch 88. Ich glaube, wir holen Timo Werner zurück zu RB Leipzig. Let's go. Haha, geil, Mann. Geil, geil, geil. Titel ist gesaved für die heutige Folge. Timo Werner zurück nach RB? Fragezeichen. Transferzentrale, wir gehen sofort rein und machen sofort das Angebot. Timo Werner ersetzt somit Alexander Sorloth. Und ja, wenn wir ihn kriegen sollten, ich hoffe ja. Womit starten wir? 120 Millionen oder so wäre schon, denke ich mal, ein ganz gutes erstes Angebot, oder? Mit Frankie Lampard unterhalten wir uns hier mal ein bisschen. Schade, dass das nicht aktualisiert wird, dass jetzt hier direkt Tuchel da sitzt, ne? Das wäre heftig. 120, mal gucken. 166, huch! Nee, da müssen wir uns mal ein bisschen, vielleicht in der Hälfte, ja ungefähr, ja okay, ungefähr die Hälfte ist es nicht. Aber 132, gehe ich nochmal ein bisschen nach oben. 158, okay, ja, wir kommen immer näher. Ich möchte natürlich so wenig ausgeben wie möglich. 137,5. Komm, Frankie, sag ja. Frankie, sag ja. Frankie. Wir sind nicht bereit, den Preis weiter zu senken. Das ist natürlich jetzt kritisch. 142,5. Ah, ich gehe mal in langsamen Schritten nach oben, Jungs. Das habe ich alles vom Trödeltrupp gelernt. Faires Angebot, ich sag ja. Faires Angebot, das habe ich alles von Schükrü, vom Ehrenbruder Schükrü vom Trödeltrupp gelernt. Real Talk. Real Talk. So, und jetzt noch die Verhandlungen mit Timo Werner. Der sollte eigentlich auch ein geiles Gesicht haben hier, oder? So ein richtiges Gesicht. Manche FIFA-Spieler haben ja nicht so ein... Man erkennt dann... Also ich hoffe, dass man Timo Werner auch als Timo Werner erkennt. Ja, easy. Das ist natürlich ein geiles Bild hier. Timo Werner ist natürlich Schlüsselspieler. Gar keine Frage. Gar keine Frage, Timo. Du kommst zurück in deine alte Heimatstätte. Obwohl seine erste Heimatstätte ist ja, wäre ja Stuttgart. Aber Leipzig ist halt, also Timo Werner ist bei Leipzig groß geworden aus meiner Sicht. Freigabesumme keine über, jawohl, akzeptieren. Und dann noch das Finanzielle, da holen wir mal, wie viel Millionchen holen wir da aus dem Podcapper? Nein, Spaß, 250.000, komm, damit kann er nicht meckern. Und da meckert er auch nicht, wunderbar, Ski. Timo Werner ist zurück.
Die Frage ist jetzt, was mache ich? Ich brauche keine zwei, drei Ersatzstürmer hier. Wang Yishan und Paulsen waren eigentlich bis jetzt der Ersatz. Was mache ich mit dem guten Sorlot? Timo Werner kommt erstmal natürlich da vorne rein. Bam. Wenn wir Sorlot verkaufen, könnte ich mir eventuell noch jemand anderes holen. Schreibt gerne unten rein, also eure Vorschläge unten in die Kommentare. Aber es könnte jetzt nicht so ein ultrakranker Spieler sein, wie beispielsweise Timo Werner. Ja, müssen wir mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein in den Vorbereitungscup und spielen den mal hier komplett durch. Ich spiele ihn auch komplett so mit den Spielern, auch wenn sie jetzt nicht fit sind, gehe ich trotzdem so rein. Ich wechsle nicht. Es ist wie gesagt nur der Vorbereitungscup, so mache ich das immer. Das ist meine Tic-Tac, meine Taktik. Ja, und wieso dauert das jetzt hier so lange? Atletico Madrid ist das erste Spiel. Wir sind einfach in der Gruppe mit Real, Atletico und hier Portland Timbers. Die sollten wir dann schon durchaus mal bezwingen, denn wenn es hier... Jetzt geht's voran. Und Timo Werner, da ist er. Timo Werner nach FC Chelsea Abschied bei RB Leipzig vorgestellt. Sehr geile Bilder, die möchte ich mir nochmal angucken hier. Gibt's hier auch ein Video, was man sich... Hallo? Starker Sorlot wird von Hertha Berlin umgarnt. Ja. Hallo, wo ist das Video hier? Einmeldung? Wieso ist denn das International Transfer News? Vereins News? Wieso ist denn das Video hier vorne und da hinten nicht? Ich wollte mir das schöne geile Video angucken von der Fußballervorstellung Timo Werner. Hallo! Alter Los Dönitz. Jetzt hab ich's. Hä? Es ist einfach nicht mehr da oder was? Es ist einfach weg. Ich wollte es mir nochmal angucken, es ist weg. Problem selbst beheben. Was ist denn jetzt los? Ach, die sind alle nicht da. Aber WTF, die sind bei der WM, ne? Ach du Kacke. Das heißt, die kann... Ah, wow, shit, okay. Wir können gar nicht spielen, glaube ich. Gefühlt sind die alle bei uns weg. Ach du Kacke, guckt euch das an, Mann. Ja, was mache ich denn hier? Upa Meccano muss noch weg. Ja, okay, den Vorbereitungscup, den haben wir jetzt schon verloren. Mvogo kommt hier rein für Maximiano, ist auch bei der... Ach, Konate kann aber spielen. Das ist gut. Ach, Goulage kann ja auch spielen. Ich habe es gerade verwechselt mit diesem Kristall da. Okay, der kann spielen. Burkowski. Alter, ich muss ja hier trotzdem alles eigentlich... Wolf. Ja, perfekt. Wieder gefettfingert hier. Lookman. Hier, Dibi kriegt seine Chance, der 50er. der 50er Lachs. So. Wo ist er denn hier? Da, Dibi. Dibi nach vorne, nach hinten rechts. So, zack. Dann Nkunku muss auch noch weg. Mann, was mache ich denn hier? Ich fettfinger hier jedes Mal. Klostermann kommt für Hannes Wolf. So, bam. Dann Lookman. Dahin. Bam. Das passt jetzt erstmal. Die Bank muss jetzt nur noch ein bisschen verschoben werden. Adams. Ach, also sowas hatte ich, Leute, sowas hatte ich noch nie. Und Hartmann. Passt das jetzt? Haidara, Ndidi, Konaté. Das passt, glaube ich. Ach du Kacke, ja, wir werden safe verlieren, glaube ich. Aber kann ich Paulsen? Ne, Paulsen ist ja auch nicht da, ne? Ne, okay, wir gehen so rein. Mal gucken, was das wird. Der Beste ist bei uns Goulagy mit 86. Ich glaube, wir werden sowas von auf den Sack bekommen. Aber es geht ja Atletico nicht anders. Ja, aber wieso? Suarez, Lacazette? Die sind einfach nicht dabei, oder was? Bei der WM. Schnellsimulation und mal gucken. Wir gewinnen trotzdem 2-0. Haidara und Lookman. Beste Männer hier. Beste Männer. Real gewinnt 0-3 und jetzt müssen wir gegen Portland Timbers. Timbers, Portland Timbers. Timber, 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 Timber. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir mit dieser Aufstellung trotzdem gewinnen können. Sehr, sehr geil. Und gibt es ein Angebot? Gibt es da ein Angebot irgendwie für Sorlot oder was? Tatsache. Wahrscheinlich von Hertha, ne? Deswegen würde es ja auch Sinn machen. Hertha für 81 Millionen. Okay, das ist schon eine stolze Summe. Wir verhandeln, Jungs. Wir verhandeln. Ich bin dazu nicht abgeneigt, Sorlot zu verkaufen, weil wir haben Wang Yishan als einen guten Ersatzspieler. Klar, Sorlot hat 3 Bewertungen besser, aber wenn wir jetzt den verkaufen, könnten wir uns doch nochmal in der nächsten Folge jemanden holen. Ich möchte
110. 110 Millionen auf dem Tisch, Hertha. Auf 103 einigen. Ja, komm, ich bin nicht so... Leute, normalerweise wäre es jetzt Union, wäre es jetzt Bayern, hätte ich noch mehr verlangt. Aber bei Hertha bin ich so. Und deswegen nehme ich die 103 Millionen mit. Sorlot, du hast einen guten, sehr, sehr guten Job geleistet in den letzten Folgen, in den letzten... Ja, in der kompletten Karriere. In der kompletten RB Leipzig-Karriere hast du einen sehr guten Job geleistet. Der Job ist jetzt vorbei. Viel Spaß in Berlin. Viel Erfolg bei Hertha. Dass du die internationalen Ziele bei den Blau-Weißen erfüllen kannst. Ich weiß gar nicht, ist Hertha hier schon in der Champions League bei unserer Karriere? Ibrahima Konaté wird aber nicht verletzt, wird nicht verkauft. Der wird natürlich bei uns bleiben, weil das ist ein junger, sehr aufregender Mann. Däumchen sind gedrückt. Und gewinnen wir 1:3. Wang Yishan, ich sag's euch, Wang Yishan, bester Mann. Und Lookman auch wieder mit dem Türchen. Also Lookman sollten wir uns auch im Hinterkopf behalten. Der Lookman, heißt er Danny Lookman? Danny Lookman? Nee, heißt er nicht, ne? Danny? Ich weiß nicht. Egal. Ist auch egal, wir spielen ja... Oh, wir sind weiter, Jungs. Wir sind weiter. Wir stehen im Halbfinale des American Challenge Cup. Warum? Weil Atletico Madrid 0 Punkte hat und Portland Timers hat auch 0 Punkte. Jetzt spielen hier die besten... Werner spielt nicht. Ja, Werner spielt nicht, weil... Warum, Werner? Da sind die jetzt alle wieder da? Nee, die sind doch hier Länderspielpause. Werner auch, oder nicht? Ja, hier. WTF, das ist schon wieder typisch FIFA, Alter. Das ist schon wieder typisch FIFA. So, rein geht's ins letzte Gruppenspiel. Gegen Benzema, Bale und Co. Däumchen sind gedrückt. Und wir verlieren. War eigentlich klar, dass wir gegen Real Madrid verlieren. Die haben alles in der Gruppenphase zerstört. Wir auch, aber nicht Real Madrid. 160 Millionen haben wir. Ich hatte überlegt, halt noch einen ultrakranken Innenverteidiger zu holen. Aber die Frage ist... Welchen ultrakranken Innenverteidiger, wisst ihr? Hier, Hannes Wolf hat sich verletzt auch noch, übrigens. Falls ich es euch noch nicht gesagt habe, ich glaube nicht. Hier, Saracchi kommt rein und dann kommt da... Ja komm, der spielt einfach im ZOM. Let's go. Abfahrt, der Vorbereitungscup interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Wenn ich jetzt rausfliege, dann ist es so. Gegen Juventus Turin, gegen Ronaldo. Also wenn jetzt Ronaldo da spielt, finde ich es ein bisschen komisch. Und Ronaldo spielt. Was ist denn? Wieso sind meine Spieler in der Länderspielpause oder bin ich lost? Das heißt doch Länderspielpause, oder? Wartet. Wenn ich jetzt einfach mal Leimer hier reinpacke, zack. So. Und jetzt einfach so spiele. Na, nicht verfügbare Spieler, geht nicht. Ja, zack. Automatisch ersetzen. Haidara ist da wieder drin, okay. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wieso da Dybala, Ronaldo und da spielen die Besten. Und bei uns, was ist das denn? Das ist absolut frech, EA. FIFA, was macht ihr denn hier schon wieder? Und wir gewinnen trotzdem. Wang Yishan mit dem Dreierpack. Wang Yishan mit dem Dreierpack. Oh mein Gott, das... Oh, und im Finale spielen wir nochmal. Im Finale spielen wir nochmal gegen Real Madrid. Ultra, was hier heute passiert. Heftig, Mann. Somit nehmen wir uns nochmal ein paar Millionchen extra mit. Nein, Sabitzer Spiele verkaufe ich nicht. Saka ist jetzt natürlich gesperrt, was natürlich bitter ist. Aber egal. Alles simulieren hier einmal. Bam, bam. Und dann gehen wir rein ins letzte Spiel für heute gegen Real Madrid, gegen die Galaktischen, gegen die Königlichen. Gibt ja viele Namen für die Madrilenen. So, let's go. Letztes Spiel, wieder gegen Benzema und Co. Müller? Ist das Thomas Müller im ZM? Oh, wir verlieren im Elfmeterschießen. Wir verlieren im Elfmeterschießen. Hartmann und Kraus, ihr Frechdachse, Mann. Das kann nicht sein. Egal. GG Real Madrid. Ach du heilige Kacke, Mann. Hätten wir das im Elfmeterschießen gewonnen, dann wären wir heute wirklich so mit der gesamten Folge. Oh, nächste Folge. Supercup gegen Frankfurt einfach. Supercup gegen Frankfurt, dann Supercup gegen Tottenham und dann die Bayern. Was ist das denn für ein Start hier? Ach du Kacke, Jungs. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.